Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Secret Files The Tunguska. Ja, in der letzten Folge haben wir mit dem netten Schaffner auf der Toilette gesprochen. Wir haben leider der guten Dame hier ein bisschen Ärger eingebrockt, indem wir hier eine brennende Zigarette hingelegt haben, die seltsamerweise, also das habe ich nicht ganz verstanden, niemand gelöscht hat. Sie hat zwar einen riesen Anpfiff bekommen, dass sie ja hier nicht rauchen darf und irgendwie irgendwas wohl hochexplosiv ist, so wie ich es verstanden habe. Aber keine Sau hat sich darum gekümmert, dass hier immer noch die brennende Zigarette liegt. Was ich schon ein bisschen seltsam finde. Okay, wir wollten jetzt diesmal anfangen, hier dieses Zimmer zu durchsuchen. Ich habe übrigens jetzt gerade was gesagt. Wir haben mit dem Schaffner gesprochen. Wir hatten ja... komme ich hier nochmal rein? Nee. Achso, so. Wir hatten ja hier den Schlauch benutzt. Aber er hat den Schlüssel doch da in der Toilette verloren, oder? Ich weiß nicht, geht das alles zu den gleichen Weg? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich gehe mal eben hier schauen. Wir hatten ja hier die Sache mit dem Drehrad, dass die das Warum nicht benutzen ich? wollte. Solange ich keine Antwort auf diese Frage kenne, lasse ich lieber die Finger davon. Okay, das heißt, wenn dann, also wenn das alles zusammenführt, müsste das ja theoretisch hier runterkommen. Ach, da war ja noch der Verteiler, genau. Da ist ein kleiner Schlüssel drin. Ein Sieb am unteren Abflussrohr verhindert, dass der Schlüssel weggespült wird. Das Sieb soll wohl den Dreck aus dem Rohrsystem raushalten. Ja, kann ich denn jetzt das Ding Wenn benutzen? Ich jetzt das Ventil aufdrehe, wird der Schlüssel im Verteiler einfach in den Kanal gespült. Da drin werde ich den dann aber mit Sicherheit nie wiederfinden. Das würde ich nicht mal sagen. Wir haben doch jetzt hier einfach so ein offenes Stück. Nee, da kann man jetzt aber auch nicht... Kann man das irgendwo benutzen? Also ich würde jetzt sagen, dass das jetzt hier aus dem Rohr rauskommt. Aber Müllhaufen? Vielleicht müssen wir, aber wir müssen das ja eigentlich... hier kommt man noch nichts anderes mehr. Klicken, ne? Kann man das nicht öffnen oder so? Oder irgendwie, keine Ahnung, was damit benutzen. Ja gut, die, obwohl die müssen wir wahrscheinlich später nochmal benutzen, sonst hätten wir die ja nicht mehr. Also, ich nehme da jetzt natürlich auch die schwachsinnigsten Sachen, weil es ist halt ein Point-and-Click-Adventure und... Wie immer kann man teilweise Sachen miteinander kombinieren, die eigentlich Blödsinn sind. Aber es geht doch durch dieses Rohr hier oben durch. Also das habe ich ja schon richtig verstanden. Das heißt, es müsste das Rohr hier sein und das hier sein. Aus dem Rohr kommt wohl Abwasser vom Bahnhof. Ja, das ist ja das, was ich meine. Deswegen müssten wir dann vielleicht irgendetwas machen. Warum das dann... Hier, das kann man auch nicht anklicken unten, ne? Nee, man kann nur das Rohr selber anklicken. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, eine Schüssel hätte oder sowas vielleicht. Vielleicht finde ich ja oben irgendwas. Es wäre noch eine Möglichkeit. Also, wir müssen ja mit dem Zug mitfahren. Oder wir müssen verhindern, dass der Zug fährt. Also dann wäre es logisch, dass wir, Toilettenpapier oder so, wenn wir jetzt auch nicht gebrauchen können. Dann wäre es logisch, wenn wir uns dann nicht um den Schlüssel kümmern würden. Der scheint würden. Kaputt zu sein. Wenn ich mir den Inhalt so anschaue, ist das aber auch kein Verlust. Damit wird, glaube ich, Tee zubereitet. Mir ist jetzt eher nach Wodka. Ja, kann ich verstehen. Nichts Verwertbares drin. Schade. Das ist alles der Spind. Da gucken wir auch gleich noch rein. Haben wir denn sonst noch irgendwas, wo wir drauf... klicken können? Nee. Ja gut, dann
Nehmen wir mal den Spinn. Ich weiß nämlich nicht, ob dann irgendwie eine Sequenz ausgelöst wird oder so. Das ist halt das Problem. So, was haben wir denn hier? Ein Funkgerät. Auf der Rückseite ist ein Aufkleber mit einer 15 drauf. 15, gut zu wissen. Ein Umschlag. Ja, nehmen wir mal einfach mit, ne? Da scheint ein Einsatzbefehl drin zu sein. Offensichtlich gilt für die gesamte Zugfahrt höchste Alarmstufe. Es wird mit dem Einsatz feindlicher terroristischer Elemente gerechnet. Deshalb schreibt der Einsatzbefehl sofortige Meldung aller Unregelmäßigkeiten vor. Offensichtlich bin ich nicht der einzige ungebetene Teilnehmer dieses Ausflugs. Gar nicht gut. Die Wachen werden jetzt bestimmt extrem aufmerksam sein. Hier steht noch was von der Sonderbehandlung der speziellen Gäste. Ob das die Gefangenen sind? Vielleicht finde ich meinen Vater ja wirklich an Bord des Zuges. Ich sollte mich besser beeilen. Achtung, Achtung! Ich mich jetzt Alle Passagiere und eingeteilten Wachen begeben sich bitte in den Zug oder verhalten sich entsprechend ihres Einsatzbefehls. Der Zug fährt in wenigen Minuten ab. Nö. Er fährt nicht ab. Ich habe ja immer noch die Schlüssel. Etwas klein, das Foto. Scheint aber richtig schnuckelig zu sein. Und er ist wohl beim Militär. Gleich und gleich gesellt sich gern. Okay. Ein knackiges Kerlchen. Bestimmt Fotomodell. Ob die Soldatin mit all den Typen hier was hat? Naja, so besonders toll sehen die jetzt alle nicht gerade aus. Ein Kerl, der so gut aussieht, ist bestimmt Fan vom falschen Fußballverein. Naja, wir haben ja alle unsere Fehler. So wie der aussieht, ist der bestimmt nicht mehr zu haben und längst verheiratet. Aber das scheint die Besitzerin des Spinds nicht zu stören. Naja, aber offensichtlich leidet unsere Freundin hier an totaler Geschmacksverkalkung. Der Strumpf hat mindestens so viele Laufmaschen wie die Besitzerin Liebhaber. Okay, nehmen wir aber trotzdem mit. Die sollte ich gleich mal anprobieren. Wenn sie Nehmen wir die passt, falle auch ich wenigstens mit. nicht sofort als Zivilist auf. So, da können wir nur noch das. Okay. Ach, sie hat sich schon umgezogen. Ja, das sieht ja richtig schnieke aus hier. Ja, super. Dann machen wir noch mal kurz ein Erinnerungsbildchen von. Ich schau mal eben. Sonst können wir. Achso, ich habe eben schon mal. Aber das ist beides der gleiche Spind, oder? Ein fünfstelliges Zahlenschloss. Das mit Ah, reinem okay. Ausprobieren zu knacken, kann ich vergessen. Ist relativ. aber ausprobieren möchte ich es jetzt auch nicht. Fünfstelliges? Nee, die Zahl war sechsstellig. Schade. Nee, also reines Ausprobieren können wir wirklich Ein vergessen. Funkgerät. Auf der Rückseite ist ein Aufkleber mit einer 15 drauf. Der Strumpf ist noch 15. in. Können wir das hier irgendwie benutzen? Nee, das werden wir wahrscheinlich bei irgendjemandem gleich benutzen. Ja gut. Okay, was mich ein bisschen wurmt, ist diese Sache mit dem Schlüssel. Ich hatte jetzt gehofft, dass wir hier irgendwie eine Schüssel oder irgendwas finden würden, womit wir den Schlüssel jetzt auffangen könnten. Aber das ist wohl eher nicht der Fall. Ja, ich schaue noch mal eben, wenn ich doch irgendwas machen können. Da war es, ne? Ach so, Moment, wir haben doch jetzt den Strumpf. Ah, vielleicht ist das die Möglichkeit. Moment, kann man den da benutzen? Ah, perfekt. Ja, super. Ja, da hätte ich eben wirklich noch lange. Glaube kaum, dass der Strumpf den anströmenden Wassermassen standhalten kann. Der wird bestimmt einfach mit weggerissen. Ich könnte das mit dem Band eventuell noch festmachen. Okay, perfekt. Also das hoffe ich mal, dass das hält. Hoffentlich ist der Strumpf ein Markenprodukt, sonst war die ganze Mühe umsonst. So, das sollte reichen. Ich glaube, danach musst du aber dann wirklich die Hände waschen. So, mal schauen.
Strumpf mit Schlüssel. Nee, benutzen wollte ich nicht. Der Schlüssel zappelt im Netz. Den Rest, der da auch drin zappelt, ignoriere ich jetzt einfach mal. Okay, so viele Informationen wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Okay. Es ist auch wieder irgendwie, weiß ich nicht, man läuft durch die Gegend, hat diesen Strumpf dabei und denkt sich nichts dabei. Und man kommt runter und in dem Moment denkt man, Moment, du hast doch diesen Strumpf dabei. So, können wir ihm das geben? Ich habe hier Ihren Schlüssel. Ist zwar noch so einiges anderes mit in dem Strumpf, aber rausholen müssen Sie ihn schon alleine. Sie sind ein Schatz. Nein, wirklich, Sie haben mir echt den Hintern gerettet. Geben Sie mir noch 2 Minuten, dann bin ich hier fertig und wir können endlich los. Und meine Belohnung? Belohnung? Sie haben mir den Hintern gerettet. Reicht Ihnen denn nicht dieses Gefühl, etwas Gutes getan zu haben? Ha! Ja, doch, klar. Natürlich. Okay, ja gut, dann kann ich ja jetzt mit ruhigem Gewissen rausgehen und hoffentlich mit den Papieren und so weiter durch die nächste... Die beiden Gorillas da vor der Tür sehen nicht sonderlich sympathisch aus. Die Frage ist, lassen Sie keinen aus dem Raum raus oder keinen hinein? In beiden Fällen könnte es interessant sein, da hineinzukommen. Ein Lastenkran für schwere Kisten und vermutlich auch militärisches Gerät. Okay. Das fällt einem ja direkt ins Auge. Der Raum wird von mehreren Kameras überwacht. Dazu das strikte Rauchverbot. Was die hier wohl aufbewahren? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Kann ich jetzt nur noch die Leute anklicken oder habe ich jetzt hier... Ja gut, das Rauchverbot. Gut, okay, dann reden wir mal mit denen. Ich glaube zwar nicht, dass die mich durchlassen, aber... Hallo? Sieh zu, dass du Land gewinnst. Und der? Hallo? Wenn du nicht verschwindest, könnte es dir so ergehen wie dem Typen da drin. Und glaub mir, das willst du nicht. Also mach dich vom Acker. Also ich vermute mal, dass sie da den einen Typen hingeschleppt haben, der vorne stand und mich ja eigentlich einschmuggeln wollte. Gehen wir jetzt erstmal durch den Durchgang. So. Können wir ja irgendwas anklicken? Nö. Und schon gar nichts, oder? Ja, okay, den Panzer kann man angucken. Die nehmen Panzer mit auf eine Forschungsreise? Auf was habe ich mich da bloß eingelassen? Er bewacht den Zug. Ja, mal schauen, ob der uns vorbeilässt, ne? Hallo. Na, Genossin, geht's auch mit nach Tunguska? Ja. Tja, was nimmt man nicht alles für ein paar Rubel am Ende des Monats in Kauf? Den Passierschein brauche ich noch. Mist, den habe ich wohl in der Umkleidekabine vergessen. Aber deswegen muss ich doch jetzt nicht nochmal extra zurück, oder? Doch, tut mir leid, Kameradin. Da kann ich leider nichts machen. Wenn's nach mir ginge, würde ich dich natürlich auch ohne alles reinlassen. Geht aber leider nicht nach mir. Die Jungs vom FSB reißen mir den Kopf ab, wenn das rauskommt. Na komm schon. Muss ja keiner rausfinden. Nee, das riskiere ich nicht. Hab Solotow schreien hören, armer Kerl. Solotow? Was ist mit dem? Wo ist der? Im Spielzimmer. Ich glaube, die haben den ganz schön durch die Mangel gedreht. Also beeil dich und hol den Schein. Ein paar Minuten hast du ja noch. Und wenn du schon dabei bist, schau doch mal, ob du den Zugführer findest. Der ist uns irgendwie abhanden gekommen. Hab ihn schon ein paar Mal ausrufen lassen, aber er kommt einfach nicht. Ich würde ihn ja auch selber suchen, aber ich darf hier leider nicht weg. Und beeil dich. Wir sind eh schon spät dran. Okay. 2-mal der Zug? Der Zugführer ist noch nicht da? Nein. Vielleicht solltest du ihn nochmal ausrufen lassen. Klar, auch wenn ich mir nicht viel davon verspreche. 17 ruft 48, bitte kommen. 48, was gibt's? Ruf doch mal unseren Freund den Zugführer aus. Der ist immer noch nicht da. Schon wieder? Ja, ich kann auch nichts dafür. Okay. Der Zugführer möge seinen fetten Hintern endlich mal zu einem Arbeitsplatz bewegen. Und zwar schnell! Okay. Hör mal, dass es was bringt. Weißt du, was die Agenten hier machen? Arbeiten, nehme ich mal an. Ach nein, was du nicht sagst. Wir machen hier doch alle nur unsere Arbeit. Und die meisten von denen sind auch ganz nett. Sind doch auch nur Menschen, wie du und ich. Wenn du meinst. Ich glaube, die Frage nach den FSB-Leuten kann ich mir in Zukunft sparen. Traut sich ja doch keiner, was halbwegs Interessantes zu sagen. Sind schon alle an Bord? Ja, fast. Ein paar Jungs vom FSB fehlen noch. Aber ansonsten müssten alle da sein. Die Wissenschaftler auch schon alle? Klar,
Die wurden ja ganz zu Anfang schon in den Zug gebracht. Warst du da noch nicht hier? Nein, anscheinend nicht. Gab's Probleme? Nö, eigentlich nicht. Aber einige waren auch so gut verpackt, dass ihre Möglichkeiten zur Gegenwehr nicht sonderlich groß gewesen sein dürften. Oh, ja, ist ja auch gut so. Hat man die denn alle zusammen in ein Abteil gesteckt? Ich glaube nicht, weiß es aber nicht so genau. Kann dir ja auch egal sein. Bist ja nur für deinen Abschnitt zuständig und nicht für die ganze Bande. Ja, da bin ich auch echt froh drüber. Wenn die meinem Vater auch nur ein Haar krümmen, hoffentlich komme ich auch ins richtige Abteil. Und wenn nicht, wie finde ich heraus, wo mein Vater ist? Und wie komme ich da hin? Naja, darüber kann ich mir Gedanken machen, sobald ich an Bord bin. Ja, wenn ich denn jetzt mal auch an Bord komme. Ich brauche ja noch diese komische Karte. Sag mal, weißt du eigentlich, warum der Zug so schwer bewacht wird? Das weißt du doch. Haben sie uns doch lang und breit erklärt. Auch wenn ich nicht alles so wirklich glauben kann. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass die gefangenen Wissenschaftler alle für den Feind spioniert haben. Aber was soll's, geht mich nichts an. Was ist denn deine Vermutung? Keine Ahnung. Finde es nur seltsam, dass die jetzt in so eine Forschungsstation gebracht werden sollen. Aber vielleicht sollen sie dort ja auch gar nicht forschen. Sondern? Wer weiß, was man da mit ihnen macht. Aber lass uns das Thema wechseln. Ich will da lieber gar nicht dran denken. Nein, ich auch lieber nicht. Jo. Ich werde mich dann mal auf die Suche machen. Viel Glück. Okay, also... Wir brauchen auf jeden Fall diese Karte da, von der er gesprochen hatte. Er hat das Funkgerät benutzt. Also wir wissen jetzt, wie wir das Funkgerät benutzen können. Denke ich zumindest. Hoffe ich. ich versuche es jetzt einfach mal. Oder ich kann es gar nicht benutzen. Ein Funkgerät auf der Rückseite. Okay, ich habe jetzt gedacht, ich könnte das Funkgerät... Oder kann ich das benutzen, wenn ich auf mich selber... Wenn ich mich schon als Funker versuchen will, dann muss das ja nicht jeder mitkriegen. Hier könnte mir das eine Menge Ärger einbringen. Okay, also scheinen die da doch ein Auge drauf zu werfen. Das heißt, wir gehen mal... Genau, hier ist jetzt keiner da. Dann wollen wir mal. Hier ist Nummer... 15 war es, oder? Oh, scheiße. 15. Ich rufe Nummer... 23. Bitte kommen. Antwortet keiner. War das denn ein Funkgerät? Auf der Rückseite ist ein Auf... Also 15 war es auf jeden Fall schon mal. Das ist schon mal cool. Dann wollen wir mal. Hier ist Nummer 15. Ich rufe Nummer... Nehmen wir mal meine Lieblingszahl. Bitte kommen. Antwortet keiner. Okay. Dann wollen wir mal. Hier ist Nummer 15. Ich rufe Nummer 8. Bitte kommen. Antwortet keiner. Das könnte noch ein bisschen dauern. Hier ist Nummer 15. Ich rufe Nummer 31. Bitte kommen. Antwortet keiner. Naja, mittlerweile haben wir ja nur noch zwei Versuche. Hier ist Nummer 15. Ich rufe Nummer... 48. Bitte kommen. Die Zentrale, was gibt's? Ach so, ja klar, die hat ja eben... Aber ich kann nichts sagen. Tja, was will ich eigentlich genau? Könnte helfen, wenn ich mir mal darüber Gedanken mache. Okay. Aber hier kann ich jetzt so nichts mehr rausholen. Ja, mal gucken, ob wir mit dem Typen nochmal sprechen können hier vom den Zugführer eventuell. Geh rein. Los. Beeil dich. Aua. Brauchen Sie noch lange? Nein, ich bin gleich soweit. Dann kann's losgehen. Okay. Also der möchte uns jetzt auch nicht wirklich weiterhelfen. Wir könnten... eventuell noch mal mit dem einen Typen am Anfang sprechen, aber ob der uns jetzt irgendwas sagen kann, was uns weiterhilft, ich weiß es nicht. Ich sollte mich besser wieder umziehen. Die Wache am Seiteneingang könnte sich sonst sehr wundern, mich plötzlich in Uniform zu sehen. Okay, das macht sie automatisch sehr gut. Ich dachte, ich müsste jetzt wieder zurückgehen.
Okay, dann sprechen wir nochmal mit ihm. Vielleicht kann er mir irgendwas sagen, wen ich da anrufen soll. Ich bin's wieder. Hi. Kann ich Sie noch was fragen? Klar, jederzeit. Mir ist sowieso langweilig. Die beiden Männer, mit denen Sie hergekommen sind... Psst, über die redet man besser nur hinter vorgehaltener Hand. Oder noch besser, gar nicht. Oh, okay. Die sind vom Geheimdienst, oder? Können Sie schweigen? Ja, klar. Gut, ich auch. Okay, hab's kapiert. Ja, super. Aber Sie können mir doch zumindest sagen, wie die beiden heißen, oder? Wenn Sie mich dann mit dem Thema in Ruhe lassen? Versprochen. Gut. Fetisow und Radenko. Und wer ist wer? Ich habe mein Versprechen gehalten und lassen Sie mich damit in Ruhe. Wenn Ihnen Ihre Gesundheit egal sein sollte, meine ist mir wichtig. Vielen Dank für die Informationen. Gern geschehen. Bis bald. Ja, die Frage ist jetzt nur, bringt mir das jetzt was, wenn ich die Zentrale anfunke und die Namen nenne? Das ist eine gute Frage. Ich kann mich jetzt Ich sollte nicht besser wieder die Uniform anziehen. Ja, okay, es macht sie immer automatisch, okay. Weil ich wollte gerade sagen, ich kann mich nämlich jetzt hier nicht Ein umziehen. Ein Funkgerät auf der Rückseite. Ja, falsche Taste. Dann ist wollen ja gut. wir mal. Hier ist Nummer 15. Ich rufe Nummer 48. Bitte kommen. Die Zentrale, was gibt's? Ah, perfekt. Zentrale? Rufen Sie bitte sofort die beiden Agenten Fetisow und Radenko aus. Sie sollen sich unverzüglich im Frachtabteil am Ende des Zuges beim wachhabenden Soldaten melden. In Ordnung. Vielleicht sollte ich mir nächstes Mal vorher überlegen, was genau ich eigentlich sagen will. Naja, ist ja hoffentlich nochmal gut gegangen. Okay. Ja, perfekt. Jetzt sind die beiden weg. Solotow. Der arme Kerl ist übel zugerichtet. Rauchen erlaubt? Tja, für Leute vom Geheimdienst gelten wohl in jedem Land andere Regeln als für den Rest der Bevölkerung. Oh, er hat eine Batterie abbekommen. Eine Autobatterie. Die angeschlossenen Kabel lassen befürchten, dass Solotow damit Stromschläge versetzt wurden. Okay. Da ist auch eine Kamera, die aufnimmt, dass ich hier drin bin. Das finde ich nicht gut. Hoffentlich bringen Sie den armen Kerl damit noch ins Krankenhaus. Völlig zersplitterte Spritzen. Keine Ahnung, was da drin war, aber ich sollte die besser nicht anfassen. Okay. Ob das Blut von Solotow stammt? Er scheint keine offenen Wunden zu haben, aber das Blut ist noch frisch. Ich kann mir jetzt hier aber keinen Ausweis klauen oder sowas. Er atmet noch, aber die scheinen ihm einige Knochen gebrochen zu haben. Außerdem hat er schwere Verbrennungen. Sieht so aus, als sei er mit Stromschocks gefoltert worden. Ich nehme mal seine Hundemarke an mich. Vielleicht kann Sergej ja etwas für seinen aufgeflogenen Informanten tun. Seine Hundemarke. Ja, das ist aber jetzt nicht das, was er haben wollte, oder? Das ist Solotows Marke. Dienstgrad Gefreiter. Dienstnummer 31545. 31545. Hi. Hallo. Denk dran. Ich brauche noch deinen Passierschein. Der Zugführer ist noch nicht da? Nein. Vielleicht solltest du ihn noch mal ausrufen lassen. Klar. Auch wenn ich mir nicht viel davon verspreche. 17 ruft 48. Bitte kommen. Die 48? Was gibt's? Ruf doch mal unseren Freund den Zugführer aus. Der ist immer noch nicht da. Schon wieder? Ja. Ich kann auch nichts dafür. Der Zugführer möge seinen fetten Hintern endlich mal zu seinem Arbeitsplatz bewegen, und zwar schnell! Hoffen wir mal, dass es was bringt. Ja. Ich werde mich dann mal auf die Suche machen. Viel Glück. Aber das bringt mir persönlich jetzt noch nichts, weil ich ja noch diesen Ausweis brauche. Da ich jetzt aber auf die Uhr geschaut habe und ich gesehen habe, dass wir sogar schon 5 Minuten fast drüber sind, würde ich sagen, dass wir hier trotzdem mal einen kleinen Cut machen. Ich werde mal schauen, ob ich die Erkennungsmarke irgendwo benutzen kann. Also hier kann ich es offensichtlich nicht benutzen. Vielleicht kann ich ja auch mit dem Typen am Eingang reden und ihm die Marke zeigen oder irgendwas. Irgendwas werde ich mir auf jeden Fall noch einfallen lassen. Wir haben auf jeden Fall einen neuen Hinweis bekommen, was wir machen können durch diese Marke. Und da ist ja... Ach, da ist auch eine Nummer drin.
Ich denke, als erstes werde ich mal zu dem Spind gehen. Vielleicht ist da nämlich mein Ausweis drin, den ich brauche. Zu dem Spind gehen und dann die Nummer eingeben. Vielleicht ist das auch sein Code und ich kriege dann da den Pass, um hier endlich in den Zug zu kommen. Aber wie gesagt, das werde ich dann in der nächsten Folge machen. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das jetzt des Rätsels Lösung ist. Bis dann. Ciao.